Ja, also als Gründerin des Vereins WIWE, also des Vereins der interdisziplinären Interessensgemeinschaft für Vulvaerkrankungen und auch als Präsidentin dieses Vereins, ist es mir natürlich wichtig, die Vulvaerkrankungen aus interdisziplinärer Sicht zu sehen. Und wir sind also eine Gruppe von Ärzten, aber auch Nichtärzten, die sich alle mit Patienten mit vulvären Erkrankungen beschäftigen. Es ist mir wichtig, praxisnahe Informationen an junge Kollegen in Ausbildung und auch an Fachärzte zu vermitteln, denn das Thema Vulvaerkrankungen ist weder im Studium noch im Curriculum der verschiedenen Facharztausbildungen ein Thema gewesen. Und somit haben wir einen großen Fortbildungsauftrag, den ich hiermit erfüllen möchte. Ja, Vulvaerkrankungen sind Erkrankungen des äußeren Genitalbereichs von Frauen. Und es gibt eigentlich kein spezifisches Fach dafür, kein Fach für Vulvologie, sondern sehr viele verschiedene Fächer. Allen voran natürlich die Gynäkologie, aber auch Dermatologie, Urologie, die Chirurgie, plastische Chirurgie, wenn es um Schmerzen geht, die Schmerzmedizin, dann natürlich auch medizinassoziierte Fächer wie die Physiotherapie, die Psychotherapie, Psychiatrie beschäftigen sich mit Vulvaerkrankungen. Leider bildet sich das aber in der Ausbildung dieser entsprechenden Fächer und medizinassoziierten Berufe nicht entsprechend ab. Und deswegen finden wir es wichtig, diesen interdisziplinären Vulva-Workshop anzubieten, wo wir alle diese verschiedenen Disziplinen versuchen zusammenzubringen und eben im Sinne unserer Patientinnen Fortbildung zu betreiben und über Vulva-Erkrankungen zu sprechen und fortzubilden. Worum geht es in meinem Vortrag? Dass die Ärztinnen, die jetzt Vulvaerkrankungen behandeln, immer daran denken müssen, dass natürlich Erkrankungen im Vulva-Bereich immer eine Auswirkung auf Sexualität haben. Das ist ja nicht irgendein Körperteil, sondern ein wichtiger Körperteil im Zusammenhang mit der Sexualität, auch wenn viele sagen, ja, Sex ist mehr als Genitale. Es ist einfach so, dass ein Großteil der Leute einfach sagen, Genitalität gehört auch zur Sexualität. Und es ist drum so wichtig, weil sehr viele Frauen wunderbar behandelt werden von den Gynäkologen, wirklich top und eigentlich schmerzfrei sein müssen. Und sie entdecken, dass ein großer Teil einfach nicht und nicht und nicht auf die Therapie anspricht und immer noch sagt, ich habe Schmerzen. Und da ist es sehr wichtig, dass man sich anschaut, den Hintergrund, was verursacht die Schmerzen neben dem Körper. Weil es gibt ja viele andere Ursachen, warum der Körper Nein sagt, warum der Körper sich wehrt. Und das muss bedacht werden, das machen die Sexualmediziner. Was in der Paardynamik oder was in der Person selber sagt eigentlich Nein, ich will niemanden in mich reinlassen. Und das will ich den Leuten beibringen, sodass die Therapie einfach schneller zum Erfolg kommt und wir nicht so viele frustrierte Patientinnen und Ärztinnen haben. Als Leiterin der Vulva-Ambulanz in Klagenfurt ist es immer besonders wichtig, an die neuesten Informationen zu kommen. Unsere Vulva-Ambulanz wird interdisziplinär geführt und ist quasi das Produkt der großartigen Arbeit von der Frau Professor Regauer und von Frau Dr. Eberts. Also mein Thema, mit dem ich mich hier beschäftigt habe, war HPV, das humane Papillomavirus und die damit assoziierten Erkrankungen, sowohl also die gutartigen als auch die Präkanzerosen und die Karzinome. Und da gibt es eine sehr klare Überschneidung auch mit der Gynäkologie, also mit der Vulva, wo ein ähnliches Krankheitsbild auch vorhanden ist. Und deswegen ist dieser interdisziplinäre Austausch so wichtig für uns. In meinem Vortrag geht es um die mannigfaltigen Behandlungsansätze und Therapiemöglichkeiten der Physiotherapeuten bei Vulvaschmerzpatienten. Ich finde die Veranstaltung wahnsinnig wichtig, weil sie mir als Physiotherapeutin die Möglichkeit gibt, an interdisziplinären Auditorium zu vermitteln, was wir als Physios beitragen können, um der Patientin zu helfen. In einem meiner Vorträge geht es um die genitale Psoriasis. Und es ist also so, dass man früher eigentlich eine schwere Psoriasis nur dann angesehen hat, wenn große Teile der Körperoberfläche betroffen sind und auch nur dann eine systemische Therapie eingesetzt hat. Mittlerweile ist ein Umdenken erfolgt, sodass man auch die Lebensqualität des Patienten mehr einbezieht, weil selbst wenn 1% der Körperoberfläche betroffen ist, aber diese 1% ist im Gesicht oder ist im Genitalbereich, führt das zu einem erheblichen Leidensdruck. Und das muss man bei der Therapieauswahl berücksichtigen und hier also eine Systemtherapie dann kann in diesen Fällen gerechtfertigt sein. Da gibt es eine ganze Palette an neuen Medikamenten, Biologika,
die ein sehr gutes Verhältnis haben von Wirkung und Nebenwirkung. Das Thema meines Vortrages ist die anatomische Rekonstruktion des äußeren weiblichen Genitals, was also die Vulva betrifft und eben auch die Rekonstruktion des Klitorisorgans, insbesondere im Zusammenhang vom weiblicher genitaler Beschneidung, also eben aus rituellen Gründen, und handle in meinem Vortrag letztlich den Inhalt einer genitalen Beschneidung ab. Aber worum geht es da eigentlich? Warum wird das getan? Was sind das für Rituale? Also die Hintergründe letztlich und dann eben die technischen Inhalte einer Rekonstruktion, eben mit Techniken, die ich über die Jahre entwickelt habe, eben zur anatomischen Rekonstruktion dieser speziellen Region.